Ja, servus liebe Freunde, jetzt möchte ich euch noch mal ein Fundstück zeigen von Gerhard Polt. Und es ist wieder ein Video aus der Reihe fast wie im richtigen Leben. Und zwar, das lautet Im Laden, und das beschreibt das Muster 9, Enneagramm Muster 9, nochmal komplett perfekt. Also genauso eigentlich wie in dem Sketch Warten auf Dillinger von Gerhard Polt. Also alles aus der Reihe fast wie im richtigen Leben mit Gerhard Polt und Gisela Schneeberger. Und ich habe ja das alles jetzt schon so beschrieben. Muster 9 ist der Friedliebende. Also hier Warten auf Dillinger, Gerhard Polt. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann geht es ein paar zurück. Da habe ich das komplett beschrieben, wie es funktioniert. Und jetzt nur mit dem Sketch Der Laden wird das nochmal komplett genau beschrieben, wie man sich das vorstellen kann, wie Enneagramm Muster 9 so am Wirken ist. Und Enneagramm Muster 9 ist ja immer die Zentrale vom Bauchzentrum. Und im Bauchzentrum, also Enneagramm Muster 8, der Boss, Enneagramm Muster 9, der Friedliebende, und Enneagramm Muster 1, der Perfektionist, da spielt sich alles um die Wut ab. Also es geht um die Wut. Und in der 8, also der Boss, wo die Wut nach außen geht, und bei Muster 1, beim Perfektionisten, wo die Wut nach innen geht, und bei der 9 eben, wo die Wut verschwindet. Also, das sieht man ja in dem Sketch, Warten auf Dillinger. Schaut es euch an, ich erkläre jetzt noch nicht mehr. Einfach ein paar Videos zurückgehen und dann sieht ihr. Und was das Enneagramm Muster 9 beschreibt, wie eben diese Wut verschwindet. Und das jetzt nochmal in dem Sketch Der Laden von Gerhard Polt. Das beschreibt praktisch alles, um was da geht im Enneagramm Muster 9. Schaut es euch kurz an. Und wie gesagt, ich darf es hier zeigen, wenn es hier nur im kleinen Ausschnitt ist, wenn ich mich auf das beziehe, was ich in meiner Arbeit mache, was ich ja hier auch tue. Und lasst es euch einfach auf euch wirken. Und ja, also ich finde, das ist wieder mal wirklich ein sehr toller sehr tolle Episode, wie man Gerhard Polt so Enneagramm Muster 9 beschreiben kann. So, ich spiele es jetzt mal ab. Dazu mache ich es im Vollbild. Und nur im Teilausschnitt. So, macht 34 mal 80 ja, der Herr. Ich bin in der Tüte dran. Also ich koste aber 20 Pfennig. Na, dann muss ich sagen. So, kriegst mal 20 zurück. Bitte schön, dein Herr. So, gibt es, okay? Ja. Ah, grüß dich Gott, Herr Polt. Wie geht's immer, Herr Polt? Hm? Ja, es geht schon. Ja, ja. Kommt wieder einmal was im Fernsehen, Herr Polt. Ja. Ja? Rosa, gut, ich schau dir nochmal geschwind her. Ja, erst neulich habe ich es mir angehört, wieder schauen, oder nein, im Fernsehen war es, gell, das war vielleicht sehr nett. Ja. Ja, gestern haben wir auch wieder reingeschaut, gell, irgendein Krimi war es oder so, das war hochinteressant, gell, ja, aber am Schluss habe ich leider nicht mehr ganz mitgekriegt, weil wir gehen ja um 10 Uhr spätestens ins Bett, gell, außer am Wochenende, da nehmen wir dann solche Sendungen natürlich ganz mit, gell, ja, aber da ist dann meist irgendein Sport oder so, gell, ja. Ja, sagen Sie mal, sind Sie es jetzt oder sind Sie es nicht? Ja, ich bin's. Sie sind es wirklich? Ja, ja, er ist es schon.
Ja. Das geht nicht besser. Ja, er ist es leibhaftig, Frau Müller. Ja. Ich habe immer gedacht, ist er jetzt oder ist er es nicht? Schaut doch mal her, wer der vom Fernsehen? Ja, ich habe mir einfach neulich gezeigt, im Fernsehen war er da. Ja. So, Herr Polt, was hebt man jetzt, Herr Polt? Einen Joghurt habe ich gehabt. Ein Joghurt für Herrn Polt, ja. Das macht 64 Pfennig, Herr Polt, gell? Braucht man eine Tüte, Herr Polt? Nein, das kann ich schon nicht. Doch, ich tue in eine Tüte rein. Na, das ist doch leichter, Herr Polt. Ja, danke. So, 70 Pfennig. Ja, ich hoffe nämlich noch, denkt, ist es jetzt oder ist es nicht? Ja. Aber das ist ja nett. Der Herr Polt da herin. Ja. So, Herr Polt, 6 Pfennig zurück, okay, ja, gell? Also dann, Wiederschauen, Wiederschauen. Oder im Fernsehen. Ja. So, wissen Sie, wer das war? Das war bei der Herr Polt. Welcher Herr Polt? Also, geht Enneagrammmuster 9 noch besser zu beschreiben wie der Sketch? Schaut es euch an und wie gesagt, ihr wollt heute nur kurz am Abend noch mal schnell online gehen, wie man so schön sagt. Und wenn euch das gefällt, dann abonnieren, liken, teilen, kommentieren, damit das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Wen es interessiert natürlich nur, weil Enneagramm ist immer schwierig. Also das interessiert ja auch nicht alle. Und aber würde mich trotzdem freuen. Und das nächste, was ich euch dann bringe, so an einem Video, ist dann, wie wieder komplett Muster 8 beschreibt, anhand von Gerhard Polt. Und das dann noch sehr ausführlich. Also es wird dann wieder ungefähr so eine halbe Stunde gehen. Und wie gesagt, bleibt immer mit dabei. Dankeschön für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis die Tage oder zum Wochenende. Dankeschön, euer Jorginho alias Rainer Eder. Danke und bis bald. Servus, habe die Ehre.